Okay, meine lieben Kleinen, ihr wisst ja Bescheid. Vor 2 Wochen haben wir das schon angekündigt. Papa und ich gehen heute alleine in ein Restaurant etwas essen. Und weil uns natürlich Hannah drum gebeten hat, darf sie heute die Babysitterin spielen. Nach langer Zeit mal wieder. Aber wir vertrauen dir und auch euch beiden, Julian und Emma. Also Mama und Papa, macht euch keine Sorgen. Ich habe was richtig Cooles mit den beiden geplant. Und danke, dass ihr mir auch mal wieder vertrauen könnt. Mama, Papa, ihr habt euch das verdient. Mal alleine essen zu gehen. Bleibt schön lange weg. Ihr könnt auch spät nach Hause kommen, weil wir werden heute auf Hannah hören. Auf jeden Fall, denn sie ist die beste Schwester, wisst ihr? Die beste Schwester? Okay, ich kann mir niemand anderen vorstellen, der besser auf uns aufpassen könnte als Hannah. Wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es fängt nochmal irgendeine Diskussion an. Gut, dann sollten wir, glaube ich, gehen. Und noch eine Kleinigkeit. Bitte keinen Besuch, wenn wir weg sind. Das gilt besonders für dich, Julian. Also, keine Freunde oder so einladen. Aber Mama, nein, natürlich nicht. Wenn du sagst, ich soll's nicht machen, dann mache ich es auch nicht. Wir machen keinen Ärger. So, komm, Emma, wir begleiten die beiden vor die Tür, hä? Huh? Ach so, ja, selbstverständlich doch. Komm, Papa, Mama, wir bringen euch noch zur Tür. Irgendwie sind die beiden heute total nett. Irgendwie verdächtig zu nett, finde ich. So, die beiden sind weg. Du weißt, was das heißt. Oh yes, die Challenge kann beginnen. Und das ohne Mama und Papa. So, ihr beiden, ich habe mir heute was richtig Cooles für euch ausgedacht. Ich als Babysitterin darf ja bestimmen, was gemacht wird. Hannah, ich glaube, du bist im falschen Film. Oder hast du uns das eben abgekauft, dass wir wirklich sagen, oh mein Gott, Hannah ist die beste Schwester. Nein, niemals, wir haben was Eigenes zu tun. Ciao. Oh Mann, du bist echt witzig, als ob wir jetzt darauf hören, was du von uns willst. Auf gar keinen Fall. Ach, also, ich wollte eine richtig coole Schleim-Challenge mit euch machen. Ich habe extra ein paar Sachen von Pia geholt. Oh Mann, das ist jetzt aber ein Zufall, weil wir wollten auch eine Slime-Challenge machen, aber nicht mit dir. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, das ist ja super nett. Mit wem denn sonst, wenn nicht mit mir? Hallöchen, Leute, ich bin jetzt da, bereit für die Challenge. Ist das Tief vor der Tür? Julian, du weißt ganz genau, was Mama gesagt hat. Kein Besuch. Ja, ich weiß, aber Steve ist doch kein Besuch mehr. Der gehört doch praktisch zur Familie, oder nicht? Steve, tut mir wirklich leid, aber ich kann dir nicht erlauben, hier reinzukommen. Du musst wieder gehen. Also normalerweise hieß es, dass du auch weg bist und dass wir die Challenge nur mit Julian und Emma machen. Aber nun gut, dann machen wir sie jetzt zu dritt. Also kann mir vielleicht jetzt mal irgendjemand erklären, was das hier alles soll? Steve, willst du hier schlafen mit deinem Koffer? Nein, natürlich nicht. Nein, also Steve ist heute der Challenge Master, weißt du, also er bestimmt heute alles und naja, er ist das, was du eigentlich machen solltest. Ja, Steve hat die ganzen Sachen, die wir für die Challenge brauchen, ja, hat alles dabei. Naja, und wenn ich fragen darf, was ist das jetzt für eine Challenge? Natürlich eine Slime-Challenge, was denn sonst? Naja, gut, wenn ihr eine Slime-Challenge machen wollt, dann kommt mal mit in mein Zimmer, ich habe da schon alles vorbereitet. Wir machen doch keine Slime-Challenge hier in deinem Zimmer, sondern hier am Pool. Wir machen XXL Pool-Slime. Moment mal, das ist aber gar nicht abgesprochen. Meint ihr nicht, ihr bekommt Ärger dafür? Also der Plan war eigentlich, den Slime zu machen und dann mitzunehmen, dass eure Eltern nichts merken. Naja, ob das so klappt, das schaue ich mir mal lieber von ein bisschen Entfernung an. Also ich mache da nicht mit. Nun gut, dann willst du wahrscheinlich auch nicht bei der TikTok-Slime-Challenge mitmachen. Und zwar hab ich ein paar Clips von diesem Kahn, der TikToks gemacht, mit so Slime-Zutaten. Oh, klasse! Also, sagt er uns, welche Slime-Zutat reinkommt, oder wie? Genau so sieht's aus. So, wir haben hier unsere Slime-Zutaten. Ihr sagt jetzt eine Zahl zwischen 1 und 20 und dann wird euch eure Slime-Zutat gesagt. Also irgendwie sieht das schon ziemlich cool aus. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Okay, also ich fange dann an. Ich wähle die Nummer 5. Mal gucken, was da jetzt passiert. Wow, das sind eindeutig zu viele Kahns, oder? Viel zu oft. Naja, aber du darfst dir jetzt etwas Rotes auswählen. Ja, etwas Rotes. Nun gut, Julian, dann schau dir mal Clip Nummer 5 an vom Kahn. Oh, super, ich darf mir was Rotes aussuchen. So wie meine Haare. Ich nehme Elmas Glue. Boah, so viel, das sieht richtig cool aus. Vielleicht kriegen wir dann so einen roten Elmas Glue-Pool dann später hin. Das wäre super. Emma, also du solltest auf jeden Fall die richtigen Zahlen wählen. Ich habe keine Lust, gleich einen anderen Schleim zu bekommen. Am schlimmsten wäre so lila oder so. Julian, mach dir keine Sorgen. Ich nehme Nummer 12. Alles klar, Nummer 12 wird gewählt und hier ist dein Schleimclip. Hey. Nicht lachen. Weißt du was? Glitzer, Glitzer. Oh Mann, Kahn sah total witzig aus und ich darf mir jetzt Glitzer nehmen. Ich nehme mir so pinken Glitzer. Ja. Guck mal, Julian, sieht das nicht cool aus? Wow. Also eigentlich, ich würde auch gerne mal eine Zahl sagen, aber ich glaube, ich warte lieber noch ab. Okay, als nächstes darf ich wieder. Ich nehme die Nummer 15. Nummer 15? Wie sieht die 15 nochmal? Ach so, 1 und 5. Ja, hier kommt Clip Nummer 15. Wow, sieht aber ziemlich gut aus.
Weißt du was? Freie Wahl, zwei Zutaten. Oh, super, zweimal freie Wahl. Ich weiß ganz genau, was ich da nehme. Bastelkleber und so bunte Styroporkugeln. Julian, hättest du nicht mal ruhig eine andere Farbe nehmen können? Ich will keinen roten Schleim. Oh doch, einmal, wir müssen roten Schleim nehmen, weil ich meine, weißt du, wir haben beide rote Haare. Ich nehme Nummer 20, das geht Nummer doch, oder? Nummer 20, ja, das geht. Schauen wir mal an, was da so ist. Findest du nicht, dass meine Haare etwas blau aussehen? Also blaue Lider, aber ich wäre dafür, dass du dir blaue Farbe jetzt mal auswählst. Oh toll, super, super Zahl hast du da ausgewählt. Jetzt muss eine blaue Zutat rein, das passt aber nicht. Ach Julian, also ich finde blau eigentlich ziemlich cool. Da kommt doch eine tolle Farbe raus in Kombination mit rot. Julian, da muss ich ausnahmsweise deiner Schwester recht geben. Ich meine, blau-rot mit den Styroporkugeln, das sieht eigentlich ziemlich cool aus im Pool. Ja, und guck mal, das sieht aus wie bei den Meerjungfrauen. Wunderschön. Also jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Darf ich jetzt auch mal eine Zahl sagen, bitte? Ich will da auch mitmachen. Naja, gut, okay, darfst du, aber Steve, achte darauf. Wenn das nichts Gutes ist, dann nimm eine andere Zahl, okay? Also gut, ich nehme Nummer 9. Nummer 9. Und das ist die letzte Zutat für euch, damit das klar ist. Hey, Sammy. Na, was sagst du? Welche Schleimzutat? Elmas Glue und Bastelkleber? Okay. Oh, also, Hanna, wähl das richtig aus. Nimm am besten so roten Elmas, okay, Elmas Glue. Julian, das überlass mal mir. Ich darf das aussuchen. Ich finde, lilaner Elmas Glue passt noch gut dazu, oder? Oh nein, das wollte ich genau nicht. So blau und lila, das wird doch bestimmt gleich lila oder pink. Oh, danke. Und wir dürfen keine weiteren Zutaten nehmen. Oh, Mann. Also, ich finde schon mal, dass das sehr, sehr gut aussieht. Und dürfen wir jetzt auch dieses Lied singen, was sie immer singen? Ja? Ja, was denn sonst? Also, sonst wird das doch nicht zu Schleim. Rühren, Baby, rühren! Wow, das ist sowas von schön! Das sieht richtig toll aus! Oh, wo sieht das denn bitte jetzt toll aus? So, lila das Schleim, nein, das wollte ich nicht! Ach, Julian, hör doch auf, dich zu beschweren! Was machst du da, Julian? Na, ich meine, wenn er jetzt zumindest nicht gut aussieht, vielleicht fühlt er sich ja gut an und das tut er und er klebt nicht! Ja, Julian, das fühlt sich schon fast an wie in der Badewanne mit Wasser, cool! Ihr könnt doch nicht einfach in den Schleim reinspringen. Oh doch, und ich als Challenge-Master muss das sogar. Das ist gut, der Schleim, sage ich dir. Na gut, dann versuche ich es jetzt auch. Platz da. Oh Mann, das fühlt sich wirklich total gut an. Und es klebt auch nicht in meinen Haaren. Oh, ist das cool. Und bis Mama und Papa wieder zurück sind, das dauert bestimmt richtig lange. Vorher können wir den Schleim dann wieder hier rausholen. Kinder, ich hatte noch was vergessen. Kinder? Was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Ist das etwa ein Schleimpool? Oh nein, Papa, also so war das nicht geplant, Papa. Tut uns leid. Aber Papa, dieser Schleimpool ist einfach so. Pool ist einfach sowas von cool. Können wir das nicht für immer haben, Papa, bitte? Für immer nicht, nein. Aber wenn ihr eurer Mutter nichts erzählt, dann, oder wenn ich eurer Mutter nichts erzähle, darf ich dann einmal kurz reinspringen? Ja, mach. Oh, fühlt sich das toll an. Ich wollte schon immer einen Schleimpool haben. Aber eure Mutter wahrscheinlich nicht. Oh, ist das super! Ein XXL Slimepool!